Es kann losgehen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Wolfuß und Frank Buschmann begrüßen Sie. Buschi. Ja, keine leichten Bedingungen heute für die Spieler, Wolf. Es ist ganz schön kalt und es schneit. Ich bin mal gespannt, was das für das Spiel bedeutet. Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Augsburg gegen Werder Bremen. Und da ist sie, die Startaufstellung des FC Augsburg. Wir sehen die Mannschaft heute mit der 4-5-1-Formation. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Sie wählen in diesem Spiel ein 4-4-2 mit Raute, mit einem offensiven Mittelfeldspieler als Unterstützung für die beiden Angreifer. Also sehen wir hier das Duell des treffsichersten Teams gegen die Mannschaft mit den wenigsten Toren. Ich hätte ja nichts gegen ein spannendes Spiel. Auf dem Papier scheint das aber eher eine klare Angelegenheit zu werden. Und wie schätzt du die Gastgeber heute ein? Das hätte man ihnen vielleicht gar nicht zugetraut vor der Saison, aber im Moment spielen sie so gut, da könnte es am Ende sogar für den Champions Cup reichen. Kann er den Ball behaupten? Und er trifft. Was meinst du, Buschi? Hat das Wetter den Torhüter hier beeinflusst, beeinträchtigt? Ja, ich glaube schon. Aber das als Ausrede zu nehmen, das ist mir zu einfach. Das kann er besser lösen. Boah, der passt aber ganz genau. Also 3 Zentimeter höher, dann geht er an die Latte. Das geht ja gut los hier. Nach 5 Minuten gleich das 1:0. Jetzt setzt er sich durch und bleibt am Ball. Yunusovic. Öztunali. Felix Groß. Yunusovic. Groß. Tolle Szene hier. Der Ball, der spielt ihn mit der Hacke weiter. Karius. Thielemans. Goretzka. Santiago Garcia. Hong Yong-ho. Thielemans. Goretzka. Sané. Wag Frede. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Der Ball ist im Tor aus. Es gibt Ecke. So richtig glücklich sehen da einige Spieler nicht aus, dass sie bei diesen Bedingungen hier auflaufen müssen. Ja, wen wundert's? Aber da musst du durch. Und ach, sie kennen das vom Training. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Thielemans. Esswein. Yunusovic. Santiago Garcia. Wag Frede. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Sie wollen das Tempo mitnehmen und haben schnell ausgeführt. Sané. Wag Frede.
Sie holen sich den Ball. Das Abspiel war nicht gut. Einwurf für den Gegner. Carlsen Bracker. Er zieht ab. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Ecke. Jetzt wird's gefährlich. Weiter geht es mit einem Einwurf. Santiago Garcia. Junusovic. Carlsen Bracker. Felix Groß. Groß. Hong Yong Ho. Esswein. Schönes Tackling und den Ball erobert. Den Ball spielt er zum Torwart zurück. Sané. Optimale Bedingungen für eine Grätsche bei dem rutschigen Geläuf. Klar, dass sie die Führung ausbauen wollen. Ja, jetzt gibt es Eckball. Gute Möglichkeit also. Goretzka, was eine Chance, Latte! Hong Yong-ho. Da geht er auf Nummer sicher, zurück zum Torhüter. Gebre Selassie. Öztunali. Sauberes Tackling von ihm. Esswein. Jetzt vielleicht. Gebre Selassie. Das könnte die Chance werden. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Lukimia. Junusovic. Santiago Garcia. Da pfeift der Freistoß. Ucha. Klasse aufgepasst vom Torwart. Eckball. Da wird er unter Druck gesetzt. Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. Thielemans. Klostermann.
Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für den FC Augsburg. Dann geht es auswärts gegen den VfB Stuttgart. Und logisch, da sind wir natürlich auch wieder mit dabei. Marc Frede, da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse! Uca. Die Flagge kommt gut rein. Fritz. Muss Einwurf geben. Und jetzt wechseln sie. Fritz. Marc Frede. Junusovic. Der Ball kommt gut. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Gut gemacht, gutes Tackling. Tolle Szene hier, der Ball, der spielt ihn mit der Hacke weiter. Ta. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Fritz. Knapp abseits, aber das wäre auch nicht wirklich gefährlich geworden. Thielemans. Damit ist der Angriff vorbei. Es gibt Abstoß. Pizarro. Wird das jetzt gefährlich? Die nächste Partie der Bremer steht an und gegen wen es geht, zeigt uns die Einblendung. Ja, es geht gegen den HSV im nächsten Bundesligaspiel. Ein echter Brocken wartet da. Klostermann. Sané. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Aus dem Schuss wird keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu hoch. Fritz. Er spielt den Pass zurück. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Vollner. Fritz. Junusovic. Sie wollen das Tor jetzt hier erzwingen und stellen auf lange Bälle um. Ich bin gespannt, ob sie so erfolgreich sind. Jetzt sollen es also die langen Bälle in den Strafraum bringen. Also da bin ich wirklich mal gespannt, ob sie damit erfolgreich sind. Junusovic. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Öztunali.
keine gute Aktion. Schlecht verteidigt. Sané. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Es gibt Ecke. Sané. Das macht er gut. Den Ball hält er fest. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Fritz. Sané. Und er schießt. Da passt der Torhüter auf. Nochmal gibt's Eckball. Und wenn sie den verwandeln, ist das Spiel durch. Er bleibt konsequent bis zum Schluss. Nochmal Freistoß. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Keine andere Option für den Referee. Der Schiedsrichter pfeift ab und das Spiel endet denkbar knapp. 1-0. Völlig verdienter Sieg und auch spielerisch haben sie heute überzeugt. Was für eine Offensivleistung, ein Feuerwerk.